Hallo Leute, heute rede ich um das Thema Arbeitslosendiskriminierung. Ich will im Vorfeld sagen, ja, es gibt leider Leute, die den Staat bescheißen, die faul auf dem Hintern sitzen und nicht arbeiten, weil sie wissen, dass sie Geld hinterhergeschoben kriegen. Und diese Leute machen mich krank. Aber es gibt auch wiederum sehr viele Leute, die keine Arbeit haben und dennoch fleißige Menschen sind. Ein Beispiel. Ich habe zurzeit gerade keine Arbeit. Das Arbeitsamt muss noch wichtige Papiere klären, bis ich wieder arbeiten kann. Und bis dahin bleibe ich erstmal zu Hause. Und sitze ich die ganze Zeit faul rum, gucke Fernsehen und bin am Laptop? Nein. Ich mache unter anderem Videos, Hilfe bei den Einkäufen und mache andere Sachen. Heute zum Beispiel war ein großes Essen mit der Familie und da war ich dabei. Diese Woche habe ich Geburtstag und da werde ich was auf die Beine stellen und allgemein mache ich allgemein viele Sachen. Man kann nicht einfach sagen, nur weil der arbeitslos ist, ist er faul. Das geht nicht, das ist Diskriminierung. Und darum möchte ich euch sagen, nur weil jemand arbeitslos ist, ist er lange noch nicht faul.